Dreimal mit K beginnt unser Ticker für die Sendung am Mittwoch vor Ostern. K wie Käferbefall. Landkreis bittet Waldbesitzer um Unterstützung. K wie Kabelverlegung. Bau sorgt in Schwarzenberg für Sperrung. Und K wie Kinderzeichnung. Eibenstocker Laden gestaltet Schaufenster neu. Und die omnipräsente Corona-Krise hat es diesmal nicht in den Ticker geschafft, weil zwar Krise mit K beginnt, das vorne dran stehende Corona aber mit C. Glück auf. Nichtsdestotrotz wird uns die Pandemie auch in dieser Sendung beschäftigen. Dienstagnachmittag wird neuerdings im Landratsamt Corona-Bilanz für den Erzgebirgskreis gezogen. Das soll uns heute auch beschäftigen. Zuvor aber die Nachrichten in kompakter Form. Der Borkenkäfer ist weiterhin eine Gefahr für die Wälder im Erzgebirgskreis. Mehrere Stürme und die anhaltende Trockenheit haben in den letzten beiden Jahren zu einer noch nie dagewesenen Massenvermehrung des Schädlings in den erzgebirgischen Fichtenwäldern geführt. Die Landkreisverwaltung bittet Waldbesitzer deswegen eindringlich um Unterstützung. Das Landratsamt Erzgebirgskreis ruft erneut alle Waldbesitzer auf, ihren Wald in regelmäßigen Abständen auf Borkenkäferbefall zu kontrollieren und zu sanieren. Neubefall soll unter der E-Mail-Adresse forst@kreis-erz.de gemeldet werden. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wird darauf hingewiesen, dass die Aufarbeitung und Beräumung von Schadholz, insbesondere zur Borkenkäferbekämpfung, eine betriebliche Notwendigkeit ist. Notwendige forstwirtschaftliche Maßnahmen können somit vom Waldeigentümer bzw. dessen Beauftragten unmittelbar aufgenommen und fortgeführt werden. Schwarzenbergs Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer hat sich wegen der Coronavirus-Krise an die Schwarzenberger gewandt. Auf der städtischen Internetseite www.schwarzenberg.de ist das Statement zu lesen. Unter anderem heißt es in der Wortmeldung: Entsprechend unserer Möglichkeiten möchten wir als Stadt Schwarzenberg unseren Beitrag leisten, um betroffene Firmen und Personen zu entlasten. Sollten Sie dazu Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an uns. An die Schwarzenberger appelliert Hiemer: Auch Sie können mithelfen, dass zum Beispiel unsere innerstädtischen Einzelhändler nicht durch die vorübergehende zwangsweise Schließung ihre Geschäfte aufgeben müssen. Einheimisch kaufen sollte unsere Devise sein und nicht bei anonymen Großhändlern im Internet. Auch unsere Händler haben Online-Shops und bieten einen Abhol- und Lieferservice an, ebenso wie einige Gastronomen. Informieren Sie sich bitte dazu auf unserer Internetseite. Hier finden Sie bestimmt ein passendes Ostergeschenk für Ihre Lieben, auch wenn ein persönliches Verschenken in den meisten Fällen wohl ausbleiben muss. Von den Folgen der Corona-Pandemie sind im Freistaat Sachsen zahlreiche Institutionen, Vereine und Verbände betroffen, die für den Zusammenhalt und das gesellschaftliche Leben eine wichtige Rolle spielen. Das Kabinett hat daher ein weiteres Maßnahmenpaket, insbesondere für die Bereiche Soziales, Kultur und Sport sowie Umwelt und Landwirtschaft beschlossen, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Es hat ein Volumen von rund 55 Millionen Euro. Der Maßnahmenplan richtet sich vorrangig an Vereine und Privatpersonen, die nicht auf die Unterstützung durch Bundes- oder Landeshilfen sowie kommunaler Träger zurückgreifen können. Auch freiwillige Feuerwehren schränken aktuell ihren Betrieb ein. Sie bleiben dennoch einsatzbereit. In Neukirchen und Jahnsdorf wurde so die 14-tägige Ausbildung bis auf Weiteres ausgesetzt. Der Gerätedienst wird weiterhin alle 1 bis 2 Wochen durchgeführt. Die Einsatzbereitschaft von Atemschutzgeräten, Pumpen, Stromerzeugern, Kettensägen, hydraulischen Rettungsgeräten und weiteren Materialien muss für den Ernstfall gewährleistet sein. Der technische Dienst wird von so wenigen Personen wie möglich bewältigt, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, sagt der Jahnsdorfer Ortswehrleiter Mario May. Die Jugendfeuerwehr hat den Dienst vorerst komplett eingestellt.
Außerdem mussten verschiedene Veranstaltungen abgesagt werden. Dazu gehören die Hexenfeuer, Tage der offenen Türen, Feuerwehrfeste sowie eine Fahrzeugweihe. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren bleibt trotzdem definitiv erhalten. Die Feuerwehrkameraden gehen als Vorbilder in der Gesellschaft voran. Jeder Einzelne ist sich seiner Verantwortung bewusst, sagt Rico Bochmann, der Wehrleiter der Adorfer Feuerwehr. Je nach Einsatz und der Lage vor Ort wird die Zahl der Kameraden auf das Notwendigste reduziert. Zudem werden die Feuerwehrleute auf so viele Fahrzeuge wie möglich verteilt. Die sich im Einsatz befindlichen Kameraden haben außerdem Mundschutzmasken und Einmalanzüge dabei. In Annaberg-Buchholz werden gegenwärtig weitere marode Gebäude auf der Karlsbader Straße im Stadtteil Buchholz abgerissen. In diesem Fall handelt es sich um die Hausnummern 81 und 83. Aus bautechnischen Gründen sowie im Hinblick auf die Sicherheit der Passanten muss die bestehende Vollsperrung in diesem Bereich bis zum 17. April verlängert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Durchfahrt von der Karlsbader Straße in Richtung B101 nicht mehr möglich. Die Stadtverkehrslinie A wird weiter über die B101 umgeleitet. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist von beiden Seiten für Pkw gewährleistet. Falls der Abriss wie geplant voranschreitet, wird ab dem 18. April die Vollsperrung in eine halbseitige Sperrung umgewandelt. In Schwarzenberg ist in den nächsten Wochen die vielbefahrene Schneeberger Straße zwischen der B101 und der Einmündung Auerstraße abschnittsweise gesperrt. Es werden Telekommunikationsleitungen verlegt. Begonnen wurde zwischen der Einfahrt zur Firma Karlag und dem Abzweig Industriestraße. Als zweiter Abschnitt folgt der Bereich darüber zwischen der Einfahrt zur Firma Karlag und der Einfahrt zum Autohaus Keller. Der dritte Abschnitt führt zur Sperrung zwischen der Ampelkreuzung B101 Schneeberger Straße und dem Abzweig Industriestraße. Die Industriestraße bleibt zu diesem Zeitpunkt erreichbar. Im Erzgebirgskreis gab es im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang bei Diebstählen unter erschwerten Bedingungen, insbesondere Wohnungseinbrüchen. Die Zahl der Fälle hat sich hier im Vergleich zum Vorjahr um 60 auf nun 57 Fälle halbiert. Einen Anstieg gab es bei den Rauschgiftdelikten zu verzeichnen. 75 Fälle mehr bedeuten für 2019 insgesamt 863 Fälle im Erzgebirgskreis. Für den Landkreis wurden im Jahr 2019 insgesamt 10.122 Straftaten registriert. Das sind 7 Fälle und damit 0,1% weniger als im Jahr 2018. Insgesamt konnten 6.841 Fälle aufgeklärt werden. Die Aufklärungsquote beträgt damit 67,6%. An einem in Schlettau abgestellten VW Caddy haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen die Radbolzen eines Vorderrades gelockert. Der Fahrzeugnutzer bemerkte dies bei seiner Rückkehr zum Auto in der Gartenstraße sofort. Deshalb konnte ein schwerer Schaden verhindert werden. Die Polizei ermittelt trotzdem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es werden Zeugen gesucht, die im genannten Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Wem sind dort Personen aufgefallen, die sich möglicherweise am Fahrzeug zu schaffen gemacht haben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Annaberg unter der Rufnummer 03733 880 entgegen. Zur allgemeinen Entwicklung rund um die Ausbreitung des Coronavirus gibt es neuerdings wöchentlich eine Pressekonferenz des Landrates. Die wurde diesmal von unseren Marienberger Kollegen besucht. Wir nehmen uns jetzt aber wieder die Zeit und lassen Sie am Gesagten teilhaben. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Pressegespräch begrüßen. Allwöchentlich, immer zur gleichen Zeit, wollen wir Sie über den aktuellen Stand informieren, wie die Entwicklung im Corona-Geschehen des Erzgebirgskreises zu werten ist und wo wir stehen. Also aktuell diese 308 amtlich bekannten, infizierten und laborbestätigten Fälle, da stehen wir zum Zeitpunkt 11 Uhr. Das sind genau 187 mehr als in der vergangenen Woche. Wir haben weiterhin mittlerweile
1.006 Personen unter angeordneter häuslicher Quarantäne stehen. Das sind wiederum auch 329 mehr als in der vorangegangenen Woche. Wir haben ca. 1.650 häuslich isolierte Personen. Das heißt, überall dort, wo aus reiner Vorsorge ohne Quarantäne diese häusliche Isolation zum Eigenschutz und zum Schutz der anderen Unternehmen, Familie, überhaupt der Landkreisbevölkerung geboten erscheint, diese häusliche Isolation. Wir haben 376 amtlich gemeldete Verdachtsfälle. Das sind all diejenigen, wo ein Abstrich bereits genommen wurde, wo zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach wie vor das Ergebnis aussteht. Und das sind wiederum auch 204 mehr wie in der vergangenen Woche. Und wir hatten bis dato 10 Todesfälle unter Corona-Symptomatik mit zu verzeichnen. Das sind auch 8 Tote mehr als wie in der vorangegangenen Woche. Wir haben darüber hinaus 10 derzeit stationär aufgenommene Patienten, die sich der intensivmedizinischen Betreuung in der intensivmedizinischen Betreuung befinden. Das heißt, an dieser Stelle beatmet werden müssen. Und das sind 9 mehr wie in der vorigen Woche. Und das sind 10 von insgesamt 65 Corona-infizierten Patienten, die sich derzeit in den Krankenhäusern im Landkreis in stationärer Behandlung befinden. Es ist durch uns festzustellen, dass wir derzeit bei einem Altersdurchschnitt über alle Covid-19-Fälle von rund 59 Jahren uns befinden im Landkreis, also das Durchschnittsalter aller Infizierten 59 Jahre. Jüngster Fall 2 Jahre, ältester Fall 96 Jahre. Das bildet die ganze Spannbreite in der Gesamtheit ab. Wir haben bei den Verstorbenen zu verzeichnen, dass der Altersdurchschnitt dort bei 85 Jahren sich bewegt und die Altersspanne der Verstorbenen ebenfalls zwischen 76 und 92 Jahren im derzeitigen Stand sich befindet. Interessant vielleicht an dieser Stelle, das beginnen wir für uns intern somit aufzuwerten, dass 35% aller Covid-infizierten Fälle im Erzgebirgskreis diese Altersspanne von 41 bis 60 Jahren betrifft, also mehr als ein Drittel, 41 bis 60 Jahren. Wir liegen zusammengefasst bei knapp 20% im Alter von 0 bis 40 Jahren. Und dieser Rest von diesen 46% rund oder 45%, je nach Betrachtung, ist dann die Altersspanne 61 und älter. Hier, wir sind im Landkreis auch mit den Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern entsprechend aufgestellt, mit den Teststationen, auch mit mobilen Teststationen. Wir haben also das Programm jetzt so weit hochgefahren. Wir sind jetzt aus Sicht der Verwaltung dabei, noch ein paar Teams aufzubauen, die Kontaktpersonen dann mit nachermitteln, denn je mehr solche positiv getesteten Fälle kommen, umso höher ist natürlich dann auch der Aufwand in der Nachverfolgung. Dort haben wir eigenen Personenbereich, wo wir 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort gebeten haben, einfach 17 Teams am Ende zu bilden, die landkreisweit dann diese Kontaktermittlung machen. Eine Frage: Hallo. Gibt es Zahlen darüber, wie viele Corona-Infizierten jetzt doch wieder genesen sind? Die Frage haben wir schon lange erwartet, weil wir merken das ja, dass jeder Landkreis irgendwas ermittelt, und ich sage ganz bewusst irgendwas ermittelt. Es gibt keine belastbare Statistik, es gibt keine Festlegung irgendwo, dass ein Genesener, wann immer er auch als Genesener gezählt wird, wird er 2 Tage nach Entlassung aus dem Krankenhaus als genesen betrachtet, muss er 14 Tage zu Hause sein und darf keine neuen Symptome haben oder wie auch immer. Das würde ja bedeuten, dass ich jeden eigentlich, der von dem ich weiß, dass er infiziert war, ihn die nächsten Tage oder Wochen persönlich verfolgen muss und sagen muss, okay, nach einer Woche noch keine Symptome, nach 14 Tagen noch keine Symptome, jetzt könnten wir ihn mal als genesen dort betrachten. Wir haben aus dem Grunde als Landkreis bisher von solchen spekulativen Zahlen abgesehen, weil in meinen Augen sind das alles spekulativen Zahlen. Noch eine weitere Frage. Am Anfang hatten wir ja schon mal geschrieben, dass es durch die 2 Krankenhäuser 433
Betten gibt oder Intensivbetten. Ja? Hoch ist denn die Zahl jetzt der Beatmungsbetten, die man hat im Landkreis? Herr Schäfer, Sie müssen mal aufs Knöpfchen drücken, dann damit. Also wir hätten die Beatmungsmöglichkeit hat Annaberg 23, Stolberg 11, Tschuba 12, also 50 insgesamt. Und davon sind im Prinzip in Krankenhaus Stolberg 3 Betten von den 6 sind belegt. Das ist im Prinzip erstmal das, was das ist noch also niedrig. Und da gäbe es also, wenn es gebraucht würde, genügend Reserven. Das sind erstmal die Betten, die, sage ich mal, über der Holding kommen. Dann kommt ja noch Helios dazu. Genau. Dann kommt noch noch Erlabrunn dazu. Also insgesamt haben wir 67 erstmal Beatmungsbetten momentan, die dann gegebenenfalls mit, sagen wir, hochgefahren werden, wie es der Herr Schäfer schon gesagt hat, indem ich noch zusätzliche Beatmungstechnik dazu stelle, kann ich ja auch andere Betten hochfahren, also wenn es nur um die Frage der Beatmung geht. Aber wir haben erstmal aus jetziger Sicht ausreichend Plätze für Beatmungspatienten jedweder Art, weil man muss ja darunter immer sehen, das sind ja nicht nur Corona-Betten, sondern das sind für jeden, auch für einen Verkehrsunfall oder was auch immer jetzt an die Beatmung muss, wird am Ende über diese Betten abgedeckt. Prager, auch nochmal eine Frage an Sie, Herr Dr. Prager. Gerade was jetzt die aktuelle Lage in den Kliniken betrifft, jetzt vor allem auch was das Thema Schutzkleidung betrifft, wie ist da der aktuelle Stand? Die Krankenhäuser, also ich rede jetzt von Holding-Krankenhäusern, aber ich glaube auch in Aue, das ist ja auch genauso, und in Tschoba, die haben im Moment Schutzkleidung. Die haben auch in der letzten Woche vom Sozialministerium was bekommen. Es wird Tag gleich abgeglichen, was verbrauchen wir, was brauchen wir nicht. Das auch im Holding-System. Und wir haben aber uns auch mit der Veröffentlichung vom 1. April vom Arbeitsministerium und Gesundheitsministerium über die Wiederaufbereitungsmöglichkeiten von FFP2 und FFP3 beschäftigt. Wir haben das auch in der Runde der Geschäftsführer und ärztlichen Direktoren der Häuser besprochen. Und haben auch aus Stolberg nach Annaberg die ersten Masken zur Wiederaufbereitung bekommen. Viele sind ja jetzt auch im Homeworking sozusagen. Funktioniert das alles reibungslos? Kommen die Mitarbeiter damit zurecht? Gibt es vielleicht sogar auch positive Stimmen, die sagen, sowas könnte man sich auch teilweise danach ein bisschen noch mit vorstellen? Nicht komplett, aber vielleicht anteilig? Also wir sind jetzt praktisch 2 Wochen in dieser Homeoffice-Phase, so wie ich das heute an der Dienstberatung bezeichnet habe. Wir haben durch die Bank erstmal positive Erfahrungen gemacht, das muss man schon sagen. Großes Verständnis von den Mitarbeitern. Es gibt sehr individuelle Lösungen. Individuell meine ich sowohl auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeschnitten, aber auch individuell in der Richtung auf die einzelnen Sachgebiete. Es gab also keine zentrale Vorgabe, wie was zu regeln ist. Inwieweit, sage ich mal, daraus Begehrlichkeiten für die Zukunft geweckt werden, das stelle ich mal noch zurück. Da gibt es momentan keine Diskussion. Ich denke aber schon, das hat jetzt nicht einmal was mit diesen jetzigen Situationen zu tun. Wir sammeln jetzt Erfahrungen. Und wir sammeln ja auch Erfahrungen in Richtung veränderter Arbeitsabläufe. Ich denke mal im Bereich der Kfz-Zulassung, wo wir jetzt neuerdings beispielsweise für Zulassungsdienste mit Postfächern arbeiten, wo es bestimmte Zeitvorgaben gibt, wo die ihre Unterlagen reinbringen können, legen das in ein Postfach rein und können zu einem späteren Zeitpunkt das wieder bearbeitet abholen. Wo wir viel stärker mit Bestellsystemen arbeiten und nicht mehr diese lange Schlange draußen vor der Tür haben dort an der Stelle. Das sind natürlich Ansatzpunkte, sage ich mal, die nicht nur vom Mitarbeiter her angesprochen werden, sondern auch uns als Leitung ein Stück weit interessieren, wo wir mit Sicherheit in Zukunft unsere Arbeitsorganisation überlegen müssen und sagen, was an positiven Gesichtspunkten aus dieser jetzigen Phase heraus können wir verallgemeinern, um unsere Arbeit zu verbessern, um uns flexibler aufzustellen, um auch stärker auf Mitarbeiterbelange einzugehen, aber auch um stärker auf Kundenbelange einzugehen. Das ist ja, der Kunde ist ja schon zunächst erstmal die Hauptperson bei uns. Nochmal zur Situation im Bethlehemstift im Zwünitz. Von den 53 positiv getesteten Covid-19-Patienten und von den 38
Personal, Mitarbeitern oder Mitarbeiter insgesamt, ist die Situation einfach so, dass die Mehrzahl der getesteten, positiv getesteten Bewohner sich im Heim befindet und dort betreut werden über die Ärzte unter dieser strengen Überwachung, also dieser täglichen Überwachung, ob sich Symptomatik Covid äußernd noch dazu stellt. Das probate Mittel, das kennen Sie alle, auch wir, wie die Temperaturentwicklung konkret ist. Wenn dort eine Veränderung erforderlich wäre, würde natürlich auch nach medizinischer Indikation eine Verlegung in ein Krankenhaus anstehen. Das ist damit nicht gebrochen, aber die Mehrzahl befindet sich im Heim und wird dort betreut und überwacht auch aufgrund dieser ärztlichen Absicherung, die noch stattfindet. Beim Personal stellt sich vom Arbeitgeber, dem Diakonischen Werk, etwas schwieriger dar, da es auch erkranktes Personal gibt, also mit Symptomen, und denen ist ja verwehrt, ihrer Arbeit nachzugehen. Also die befinden sich in Quarantäne, häuslich abgesondert. Und deswegen hat dieser Träger, ist ja ein großer Träger, das Diakonische Werk, in anderen Einrichtungen verfügbares Personal dort hinzugefügt, das also in eine gewisse angespannte Personalsituation in dem Heim tatsächlich auf der Personalstrecke gegeben ist. Das Landratsamt ist also auch über die gesamte Osterzeit über die bekannten Hotline-Nummer erreichbar. Das schließt die Feiertage mit ein. Der Dienstbetrieb ist also an dieser Stelle abgesichert. Und vielleicht zur Ergänzung auch noch, das Virus macht ja auch am Feiertag und am Wochenende keinen Halt, aus Erfahrung. Und deswegen sind nicht nur die Hotline-Mitarbeiter im Dienst, sondern über die gesamte Zeit auch die diensthabenden Ärztinnen und Ärzte im Gesundheitsamt und die Kontaktermittlerteams, also diejenigen, die dann sofort bei einem infizierten Fall, wenn er laborbestätigt ist, mit weiteren Kontaktpersonen in Kontakt treten müssen und alles weiter veranlassen müssen. Also dort ist das Landratsamt über die ganze Zeit auch an den Ostertagen arbeitsfähig und dienstfähig und funktionsfähig. Und dann wünsche ich Ihnen allen trotz alledem ein paar schöne und hoffentlich auch ruhige Osterfeiertage, dass Sie die Zeit ein kleines bisschen nutzen können zum Regenerieren und zum Entspannen. Und passen Sie gut auf, bleiben Sie gesund. Ja, heimlich die Radbolzen an einem Auto lockern, das ist nicht bloß ein böser Jungenstreich. Kommen wir von der schlechten Idee zu einer guten. Deren Ergebnis ist jetzt in Eibenstock im wahrsten Sinne des Wortes zu sehen. Liebe, Hingabe und Hoffnung. Diese Osterbotschaft vermittelt in diesen Tagen ein großes Schaufenster am Schuhhaus Schneider in Eibenstock. Silke Schneider-Hoffmann hatte bei einem ihrer WhatsApp-Kontakte ein wunderschön gemaltes Osterbild der sechsjährigen Paulina gesehen. Sie überlegte sich, wie viele Kinder, die jetzt zu Hause bleiben müssen, wohl ebenso tolle Bilder gestalten, basteln und gemeinsam mit ihren Eltern kreative Ideen entwickeln. Da neue Schuhe in der jetzigen Situation wirklich nebensächlich sind, jedoch Zusammenhalt und Zuversicht ganz vorn dran stehen sollten, startete die Geschäftsfrau Sonntagabend einen Aufruf in der Chatgruppe der Eibenstocker Christenlehre Wunderwelt. Wie geht es euch? Was bewegt euch? Was wünscht ihr euch? Worauf freut ihr euch? Macht eure Ideen zu einem Bild. Bereits am Montag bekam sie die ersten 6 Zeichnungen. Weitere 17 lagen am Dienstag im Briefkasten. Silke Schneider-Hoffmann hat es eine Freude gemacht, die liebevoll gestalteten Bilder in ihrem Schaufenster auszustellen. Ihr lieben Kinder, ihr lieben Eibenstöcker und Familien aus der Umgebung, ich freue mich ganz sehr, dass mein kleiner Aufruf so großen Erfolg gezeigt hat. Dank der Bilder von euch, liebe Kinder, konnte ich ein wunderschönes Schaufenster dekorieren. Es hat ganz viel Freude gemacht. Und ich sage euch, jedes einzelne Bild von euch ist mir wichtig. Und ein Bild ist schöner als das andere. Und nur weil ihr so viele verschiedene Bilder gebracht habt, wird daraus eine wunderbare Galerie. Und die Gesamtheit macht ganz vielen Menschen Freude und Mut und Zuversicht. Und das brauchen wir jetzt, gerade in dieser Zeit. Ich wünsche euch allen ein schönes Osterfest. Bleibt gesund und bleibt behütet. Eines hat Silke Schneider-Hoffmann vom Schuhhaus Schneider in Eibenstock sich fest vorgenommen.
Wenn der Laden wieder geöffnet werden darf, bekommt jeder junge Künstler ein kleines Geschenk. Das Schaufenster mit den Kinderzeichnungen ist in Eibenstock auf der Schneeberger Straße 2 zu finden. Fast Ostern haben wir am Gründonnerstag noch eine RTV-Kompaktsendung für Sie. Wir berichten unter anderem von dem vielleicht ältesten Naturdenkmal im Altlandkreis Stolberg. Die Sendung heute soll mit einem alten Sprichwort zu Ende gehen. Man muss das Beste hoffen, das Schlimmste kommt von selbst. Glück auf!